Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal gibt es einmal etwas anderes hier im Kanal, da es aber auch mit Reisen zu tun hat, wollte ich auf das Thema vegan auf Reisen einmal etwas genauer eingehen. Ich ernähre mich hier schon seit einiger Zeit vegan und das ist oft auf Reisen eine ziemliche Herausforderung, aber mit dem ein oder anderen Hack ist das alles ganz easy machbar. Ja, lasst uns losstarten und let's go! Wir sind jetzt schon seit einiger Zeit unterwegs und auch viel herumgereist und deshalb habe ich bzw. wir auch schon einen relativ guten Einblick bekommen, wie das Thema veganer Lebensstil in den diversen Ländern gehandhabt wird und wie es dort eben auch verbreitet ist. Meist beginnen die Herausforderungen ja schon zu Beginn einer Reise und zwar am Flughafen. Es gibt nämlich oft immer noch erstaunlich wenig Möglichkeiten als Veganer wirklich sinnvolle Gerichte bzw. Snacks am Flughafen zu bekommen. Beim einen gibt es mehr, beim anderen gibt es sehr, sehr wenige. Was aber das Positive ist, im Flugzeug selbst gibt es meistens schon die Möglichkeit, vorab bei der Buchung schon ein veganes Gericht für sich zu reservieren und somit ist man dann zumindest am Flug perfekt versorgt mit Essen. Es würde den Rahmen dieses Videos jetzt sprengen, wenn ich auf jedes Land eingehen würde, das wir in den letzten Monaten besucht haben. Deshalb habe ich mich für dieses Video speziell auf unseren jetzigen Standort Zypern fixiert und werde euch hier einiges erzählen. Wer aber Interesse hat und mehr über die diversen Länder erfahren will, wie das dort mit dem veganen Lebensstil gehandhabt wird, ich verlinke euch einmal oben und unten in der Infobox eine Seite. Da kommt ihr auf den Blog von der lieben Wendy. Sie ist auch Veganerin und schon seit Jahren in der Welt unterwegs und hat einen sehr informativen veganen Blog verfasst, wo man sehr viele hilfreiche Tipps zu den diversen Ländern findet. Anders als vermutet ist der vegane Lebensstil hier auf der Insel Zypern weit verbreiteter, als ich gedacht habe. Es ist auch die vegane Community hier auf Zypern eine der am schnellst wachsenden in ganz Europa, zumindest wenn man die letzten Jahre anschaut. Ja, also im Endeffekt hat man es hier auf Zypern als Veganer definitiv nicht schwer. Ist man nun in der neuen Destination, in diesem Fall auf Zypern angekommen, kommen dann meistens die ersten Fragen schon in den Kopf. Zumindest ist es bei mir meistens so. Wo bekomme ich meine Lebensmittel? Wo finde ich ein passendes Restaurant, wo ich hingehen kann, ohne Zweifel zu haben, dass ich heute als Veganer was zu essen bekomme? Ich werde hier mein Bestes geben und auf diese Fragen ein bisschen eingehen und hoffen, euch diese so weitgehend wie möglich zu beantworten. Kommen wir zum ersten Punkt und zwar zum Lebensmitteleinkauf. Wenn man seine Augen ein bisschen offen hält, stellt man relativ schnell fest, dass man quasi in jedem größeren Supermarkt eine wirklich breite Palette an veganen Lebensmitteln findet. Bei dem einen mehr, beim anderen weniger, aber im Endeffekt ist überall etwas dabei. Auch bei den kleinen Minimarkets, die hier an jeder Ecke zu finden sind, findet man oft wirklich einige Produkte, die auch für Veganer geeignet sind. Man muss dort vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, aber sie sind definitiv vorhanden. Vor allem in den größeren Städten findet man auch sehr viele Organic-Shops, so wie man sie auch aus Österreich, Deutschland und so weiter kennt. Diese bieten neben Bioprodukten auch viele vegane Produkte an, auch einige regionale Produkte, die man hier bekommt. Einen Shop möchte ich aber hier besonders hervorheben und der ist in seiner Art bisher der einzige hier auf der gesamten Insel. Das ist der Vegan for Life Shop, ein rein veganer Supermarkt, der sich im Herzen von Limassol befindet und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, mir diesen einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir sind hier in Limassol und gleich um die Ecke befindet sich der erste 100%ige vegane Supermarkt hier auf Zypern. Ich weiß selber noch nicht, was uns erwartet, aber kommt mit, schauen wir es uns an. Marken, die man sowieso kennt, eben auch von Veo oder Vivani, die kennen wir auch in Österreich. Das sind dann die regionalen Produkte hier, auch so gut wie alles Bio, nicht alles, aber das meiste. Beim Vegan for Life Shop gibt es auch die Möglichkeit, über den Online-Shop zu bestellen und dieser bietet die Möglichkeit, sich die Lieferung die ganze Woche lang in jede größere Stadt verschicken zu lassen. Ja.
gibt eine riesige Auswahl. Und was es im Endeffekt dann alles in meinen kleinen Einkaufswagen schafft, das seht ihr gleich. Finally, wir sind wieder zu Hause. Also das ist jetzt die Ausbeute, die ich mir geholt habe. Das, was ihr jetzt da seht, kostet über den Daumen so um die 60 Euro. Also es ist schon alles andere als günstig. Es sind auch viele Sachen dabei, die man auch in normalen Supermärkten bekommt, so wie zum Beispiel hier diese Schokodrops oder der Alpro Sojapudding. Den bekommt man auch bei Alpha Mega oder teilweise eben auch beim Lidl. Was schwierig zu finden ist hier in die anderen Supermärkte, das ist auf alle Fälle das Tempeh. Eines haben pflanzenbasierte Lebensmittel definitiv überall gemeinsam, und zwar sie sind meistens teurer als die herkömmlichen Produkte. Es lohnt sich natürlich immer, die Produkte untereinander zu vergleichen. Wo kostet was wie viel? Da kann man schon einiges einsparen. Was auch noch toll ist hier auf Zypern, da wir uns hier in der EU befinden, gibt es auch die Möglichkeit, die diversen Lieblingsprodukte, die so ziemlich jeder hat von euch wahrscheinlich, so wie ich auch, aus dem Ausland hierher zu bestellen. Vieles ist über Amazon lieferbar. Das ist auch nicht überall so einfach. Hierher kann man sich das bestellen, ohne viel Versandkosten dazu zahlen zu müssen, und es funktioniert einwandfrei. Kommen wir zu einem Thema, das auch noch wichtig ist, und zwar Restaurants, Hotel und Co. Was das Thema Restaurants und Co. angeht, ist man hier als Veganer auf Zypern extrem gut aufgehoben. Es gibt eine ganze Reihe an veganerfreundlichen Restaurants. Es gibt mittlerweile auch viele, die rein vegane Speisen anbieten oder zumindest eine rein vegane Speisekarte haben, neben den herkömmlichen Speisen, wo man sich als Veganer extrem wohlfühlt. Es gibt auch die diversen Hotels, die sich auf Veganer spezialisiert haben. Es gibt zudem auch eine super praktische Handy-App, die ich auch selbst benutze, die sich auf den vegan-vegetarischen Lebensstil spezialisiert hat. Diese funktioniert auch weltweit und ist wirklich sehr, sehr hilfreich, denn sie filtert einen innerhalb von Sekunden wirklich in der Umgebung alles aus, was man so wissen muss, ob es ein Restaurant ist, ob es ein Hotel ist, ob es ein Coffeeshop ist oder was auch immer. Diese App findet so ziemlich alles. Was man mit dieser App auch machen kann, das ist, sich vor Ort mit einer Community zu vernetzen, die wirklich mittlerweile sehr, sehr groß ist. Man kann sich austauschen, man kann Beiträge reinstellen und so weiter. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Die ist, glaube ich, mit 3,49 Euro einmalig zu erwerben. Aber sie bringt einem wirklich sehr viel Hilfestellung und ich benutze sie sehr, sehr gerne. Neben der Handy-App findet man für den veganen Lebensstil auf Zypern natürlich auch mittlerweile auf so gut wie jeder sozialen Plattform eine Community bzw. eine Seite, die sich auf dieses Thema spezialisiert hat, wo man auch viele hilfreiche Tipps und Tricks herausnehmen kann. Ich hoffe, ich konnte euch den ein oder anderen hilfreichen Hack da lassen mit diesem Video. Solltet ihr noch Fragen haben, bitte schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Genauso wie euer Feedback würde mich sehr interessieren, ob euch auch in Zukunft solche Themen hier am Kanal interessieren würden. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen, die wir euch hier bieten können. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke für euren Support und würde mich freuen, wenn wir uns in einem unserer nächsten Videos wiedersehen. Schönen Tag und macht's gut!